Today is an historic day. Ich gebe dann heute meine Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten bekannt. Jetzt weiß ich endlich, wie es einem mittleren Hollywood-Schauspieler geht. Leistungsbereit, stehe früh auf, brauche wenig Schlaf. Meine Entscheidung ist getroffen. Ich sage, ich trete an. Das war aber erst die erste Raketenstufe, die gezündet wurde. Wenn ich 22 Stunden in der Woche arbeite, dann bin ich am Dienstag zum Mittag fertig. Wenn es so weitergeht, halte ich das nicht sehr zielführend. Die Geschichte der Europäischen Union ist eine Geschichte von sehr vielen, also zum Schluss, also natürlich ist es immer eine, ich glaube, das wird auch so sein. Und wir hatten jetzt seit Mitternacht bis jetzt ungefähr 10.000 Menschen, die hier angekommen sind. Also seit 7 Uhr heute am Morgen haben wir mit den Grenzkontrollen begonnen. Es wird stufenweise passieren. Wir werden sehen, wie sich der Mond genau zu Neumond vor der Sonne vorbei bewegt, langsam und kontinuierlich, und für etwa 2,5 Stunden die Sonne teilweise verdecken wird, sodass also die Sonne beim Höhepunkt der Finsternis um 10.46 Uhr wie eine Sichel ausschauen wird. Als Veranstalter hat man natürlich zuerst einmal die Aufgabe, leicht zu wirken und zu lächeln und so zu strahlen, dass das eben passt zum Ball des Lebens. Aber dahinter verbirgt sich logischerweise Sorge, dass alles glatt über die Bühne geht. Let's welcome onto the podium right now the Eurovision 2015 winner from Sweden. It's Måns! Und das wünsche ich mir, das wünsche ich euch. Ich danke euch für die Zeit. Frankreich, wir kommen.